Hallo und willkommen zurück zu Mount & Blade Warband. Ja, in der letzten Folge haben wir aufgehört, kurz bevor wir das Entführerversteck aufgemischt haben. Und das wollen wir jetzt gleich mal machen. Also reite ich gleich rein. So, wir sind im Versteck der Plünderer und werden mit einem ausgewählten Trupp, was wir jetzt nicht selber machen, also aus Auswählen des Trupps, wenn wir diesen Stützpunkt angreifen. Und mit etwas Glück werden wir dann auch sämtliche Schurken besiegen und den entführten Bruder befreien können. Gut, musste ich nicht schießen, das ist schon mal hervorragend. Oben stehen sie schon, vor der Höhle. Oh weh. Da müssen wir noch ganz viel näher laufen. Wenn wir da ordentlich gezielt schießen können. Ah, unsere Jungs sind schon kräftig dabei, diese Plünderer niederzuschnitzeln. Gut, Jungs, macht weiter so. Laden, anvisieren und sehr schön, einer weniger. Die Jungs machen da ganze Arbeit. Mit der großen Axt in den Rücken gehauen. Das tut weh. So, das ist das Schöne daran, die anderen wissen immer, wo die Feinde schon stehen, also immer nur nachlaufen. Wenn ich hier allein rumkrapsen würde, würde ich an jeden Ecken suchen gehen, bis ich dann endlich die Nachricht kriege, ja, alle Feinde sind besiegt. Oder sowas. Freunde, jubelt, wir haben gewonnen, es ist keiner mehr übrig. Jetzt heißt es nur noch den... Ah, da ist er. Den Händlerbruder zu finden. Ja, er freut sich, dass wir ihn gerettet haben und... wir empfehlen ihm, dass er mal nach Hause zu seiner Familie zurückkehrt. Was wir dann alsbald auch machen werden, zu seiner Familie zurückkehren. Aus dem einfachen Grund, wir wollen unsere Belohnung abholen. Dafür, dass wir den jungen Burschen gerettet haben. Aber vorher wollen wir noch das Versteck plündern. Und riesige, gewaltige Schätze an uns reißen. Leider haben die keine Schätze, sondern... Wollkappen. Na gut, nicht wirklich was wert und mein Inventar ist voll, also bleibt der Rest hier. So, zurück zur Stadt. Sind wir fit? Jawohl. Unsere Rekruten haben sich dann auch gut geschlagen, werden dann auch aufgewertet. Perfekt. Schauen wir mal da, in welche Richtung wir unseren Charakter hier entwickeln. Ich hatte ja vor, diesen Charakter eher Richtung Truppenführer zu generieren. Man kann jetzt auch viel auf Stärke gehen und dann sagt man, ja, ich bin der Frontkämpfer und kann das alles alleine niederschnetzeln. Das geht auch. Das habe ich mal ausprobiert. Funktioniert eigentlich ganz gut bei leicht eingestellt. Bei schwer oder mittel wird es schwieriger, mindestens. Da machen die Schläge der Gegner wesentlich mehr Schaden. Aber auf leicht ist das machbar. Und deshalb will ich jetzt hier mal, trotz dass wir leicht spielen, weil wir wollen ja recht viel sehen, mache ich das Ganze mal als Truppengeneral und werde die nächsten Punkte erstmal trotzdem noch in Stärke investieren, weil ich will ein bisschen mehr gute Ausrüstung tragen. Und in Intelligenz, weil... wir müssen unsere eigenen Werte trotzdem noch ein bisschen aufbessern. So. Was hätte ich gerne noch hier rum? Ich sag mal, wir brauchen noch ein bisschen Gefangenenpotenzial. Und wir nehmen noch ein bisschen Trefferpunkte mehr. Sicher ist sicher. Und ansonsten
verbessern wir uns natürlich in den Waffen, die wir auch haben. Armbrust und Stangenwaffe. Und die Armbrust benutzen wir mehr. Gut, das ist jetzt so, wir haben noch einen Punkt übrig. Die beiden würden jeweils 2 Punkte oder mehr kosten, können wir also nicht aufwerten. Dann nehmen wir irgendwas, was halt relativ sinnvoll ist. In diesem Fall wird es wahrscheinlich Einhand- und Zweihandwaffen sein, weil wir vielleicht auch in Turnieren mitmachen wollen und dann werden wir diese Waffen benutzen müssen. So, zurück zur Stadt, zurück zum Händler. Ich mache erstmal unser Inventar frei, indem ich diesen unnützen Kram verkaufe. Oh, das ist noch ganz nützlich vielleicht. Lassen wir mal da, der Rest. Alles verkaufen. So. Verdienst 170 Dukaten. Die Dinares sind keine Dukaten, sondern Dinares. Salz ist hier auch recht wertvoll. Gehen wir auch raus. Das Schwert behalte ich noch für einen Moment. Ja, Bolzen, Bolzen, nein. Keine besseren Bolzen da, immer noch nicht. Dann war's das. Mal kurz checken, ob da wertvolle Materialien sind oder handelbare Materialien. Scheint aber nicht so. Deshalb ab in die Schenke. Da ist der Händler, Wachmann, Obadur, alles klar. Ich schaue immer ganz gerne mal in der Kneipe vorbei und überprüfe das anwesende Volk, weil manchmal sind ja recht interessante Leute dann dabei. Zum Beispiel steht ein Bauer rum, der sagt, ja, mein Dorf wird angegriffen, wir brauchen Verteidiger. Gut, unser Händler bedankt sich bei uns und sagt, er hätte viel rausgefunden, denn der Hauptmann macht mit den Maditen gemeinsame Sache. Er hat, während wir weg waren, in der Stadt mehrere Aktivisten, sagen wir mal so, bereitgestellt oder akquiriert, um eben dem Hauptmann eine Lektion zu erteilen, und erzählt auch, dass der Hauptmann so korrupt geworden ist, weil er halt eben bei den Händlern gesehen hat, dass sie schnell zu Reichtum kommen, und hat eine Karawane ungeschützt losgeschickt mit den teuersten Waren. Die wurde überfallen und jetzt war der Hauptmann halt mittellos, sozusagen bankrott, steht glaube ich drin, und lässt sich jetzt von den Banditen bezahlen, damit sie ihn reinlassen. Jetzt gibt er uns einen kurzen Abriss über seinen Plan. Er möchte den Hauptmann gefangen nehmen und seine Schergen halt eben entsprechend in die Flucht schlagen, um dann eben den Hauptmann dem König vorzuführen und zu sagen, hier, der war's, der hat dies und jenes getan, wir haben die Gefangennahme für dich übernommen. Jetzt braucht er natürlich noch jemanden, das sagt er hier, braucht er jemanden, der die Truppe anführt. Und wer ist besser als Truppenführer geeignet als wir? Hoppla. Aber wir werden unser Bestes versuchen. Und wir haben natürlich noch einen ganz triftigen Einwand. Woher wissen wir, dass er die Wahrheit sagt? Er sagt natürlich, weil können wir das nicht wissen. Wir müssen ihm halt einfach glauben. Allerdings kann er uns für unsere Leistungen dann auch entsprechend 500 Dinare anbieten. Und deshalb machen wir das. Geld ist toll, das hilft beim reich und mächtig werden. Und jetzt freut er sich, er wartet dann auf unser Befehl, unser Kommando, wann das Ganze losgehen soll. Und ich bin der Meinung, wir starten gleich. Gut, er ruft seine Schergen zusammen und dann gibt er das Kommando. Wir verlassen die Schenke und auf den Straßen scheinen an verschiedenen Ecken Leute mit Dolchen und Knüppeln unter den Mänteln herumzustehen und auf ein Zeichen zu warten. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass auch genau das Zeichen jetzt kommt. Vorne läuft der Händler. Sollten wir uns vielleicht ausrüsten.
Auf sie mit Gebrüll, schreit der Händler. Alle mit diesem komischen Wappen über dem Kopf sind unsere Freunde. Und ich glaube, wir haben ein Problem. Jungs, helft mir! Das ist auch die bessere Rüstung, die wir uns in der ersten Folge schon versucht haben anzueignen. Oder in der zweiten Folge angeeignet haben. Hätten wir jetzt so eine leichte Rüstung wie er, wären wir auch jetzt schon zu Grund und Boden geprügelt worden. Puh, geschafft. Wir haben die Banditen aus den Gassen verjagt. Und treffen uns dann, also ich treffe mich dann wieder mit dem Händler in seinem Haus. Hallo, mein Freund. Ja, er ist erfreut. Allerdings die meisten seiner Gefolgsleute haben schwere Verletzungen erlitten und um die muss er sich jetzt noch kümmern. Wir können dann jetzt ein bisschen prahlen. Das machen wir dann auch. So. Er wird jetzt den Hauptmann dem König vorführen. Und wir treffen uns dann später wieder mit ihm in der Taverne, um dann entsprechend belohnt zu werden und weiteres zu diskutieren. Deshalb verlassen wir schnell mal das Haus und lustigerweise ist schon alles gelaufen, er ist auch wieder in der Taverne, da plaudere ich mal schnell mit ihm. Ja, und erzählt uns, dass die Sache nicht ganz so toll gelaufen ist. Der König war ein bisschen erbost, dass wir die Justiz auf eigene Faust verteidigt haben. Und er ist dann halt doch so gnädig und sagt uns, ja, wir dürfen noch unseres Weges gehen, aber wir sollten solche Sachen hier gefälligst ihm überlassen und euch uns melden. Wir behaupten mal, das wäre nicht ganz fair, aber mit Fairness hat das nichts zu tun. So ein Monarch, der hat halt das Sagen und er kann uns dann halt eben entsprechend ja, das Leben schwer machen und sagen, ja, das habt ihr selbst zu verantworten. Ihr habt meine Gesetze gebrochen, ihr werdet aufgeknüpft, euer Reichtümer weggenommen und so weiter. Ja, er war also noch gönnerhaft, behauptet der Händler. Kann man so sehen. Ja, er empfiehlt uns auch, dass wir dem König das Ganze nicht so unter die Nase reiben, dass wir da mitgemacht haben, sondern sagt halt eben, wenn wir uns Ruhm und Ehre verschaffen wollen, dann auf anderen Wegen, aber nicht gerade mit dieser Tat, die müsste er nicht unbedingt wissen. Und er bedankt sich nochmal bei uns und sagt dann halt eben, das Geld an uns war nicht verschwendet, es hat ja halt schon viel gebracht. Er würde sich aber dann hier aus dem Staub machen, weil er ja doch jetzt auf der Liste vom König steht, unter den Beobachteten quasi ist. Und deshalb, ja, ist er wohl eher nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen. Gut, verlassen wir mal die Schenke. Und wir müssten hier eigentlich, um uns ein bisschen hochzuhandeln, ein bisschen Geld zusammenzukratzen, noch ein bisschen ausrüsten mit Ware, aber das hier ist eher ein Verkaufsort, denn ein Kaufsort, das macht das Ganze mit dem Handeln ein bisschen schwieriger. Mittelmäßige bis hohe Preise. Schade. Gut. Dann müssen wir erstmal durch die Dörfer reisen und uns da ein bisschen
Material günstig einzukaufen, was wir dann in den Städten wieder verhökern können. Vielleicht läuft uns ja auch noch der ein oder andere unvorsichtige Plünderer über den Weg. So, ich habe jetzt noch ein paar Leute mitgenommen. Es war vielleicht nicht gerade das, was ich geplant hatte. War so ein Reflexklick, dass ich die Leute mithole. Aber jetzt will ich keine weiteren Leute haben, denn unsere Truppe besteht schon aus 17 Mann und kostet mich 47 Dinares jede Woche. Die muss ich ja auch erstmal einnehmen mit Handel. Später gibt es andere Möglichkeiten, aber vorerst muss ich das Geld auf irgendeine Weise erwirtschaften. Also entweder mit Handel oder eben mit Plünderung. Ja, man kann die Dörfer plündern. Wenn man mit so kleinen Truppen anrauscht, ist es allerdings unratsam. Manchmal sagen dann die Bauern, nein, das glauben wir euch nicht, dass ihr uns das wegnehmen sollt vom Auftrag des Herrschers. Und dann wehren sie sich. Und da unsere Leute weder gut ausgebildet oder ausgerüstet sind, noch da viele sind, würden wir dann immer auf der Suche nach neuen Leuten sein. Und das ist dann etwas unpraktisch. Wieso kostet hier alles so viel? Na gut, nächster Versuch. Ah ne, die haben ja keinen Handelsposten. Versuchen wir es da unten wieder. Hey. Das Tolle ist, wir reiten wieder sehr langsam. Gott sei Dank sind unsere Truppen nicht größer, dann wären wir noch langsamer. Ich glaube, ich muss gleich noch ein paar Plünderungen vornehmen oder beziehungsweise ein paar Plünderer aufmischen. Weil auf diese Weise komme ich nicht wirklich zu Geld, wenn die Preise so hoch sind in den Städten eben nicht besser. Aber den kriegen wir. Dauert zwar ein bisschen, aber den kriegen wir. Jawohl, sterbt ihr Plünderer, sterbt! Dann schauen wir uns nochmal einen kleinen Kampf an. Das kann auch nicht so schwer sein, da wir wesentlich mehr Leute haben. Und ein paar davon sind sogar so weit ausgebildet, dass sie echte Bogenschützenjäger sind. Also Jäger sind, dann mit dem Bogen schießen werden. Sollte eigentlich eine relativ kurze Geschichte werden. Natürlich nicht, wenn man so schießt wie ich. Ah, einer bleibt stehen, das ist immer gut. Von meinem Pferd. Jawohl, erledigt. So nimmt man Gefangene. Mit einem stumpfen Gegenstand attackieren, bis sie K.O. gehen. So, drei Verwundete. Allerdings sind das Plünderer gewesen, deshalb habe ich drei Gefangene. Hier machen wir den Satz voll mit Jägern und die Wehrgier-Rekruten. Die werden Fußsoldaten. Die werden später auch noch ein bisschen besser. Kleinen Plündergut. Bringt zwar nicht viel Geld ein, aber wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und dann freuen wir uns jetzt mal über den ersten guten Tausch. Nein, nein, nein. Ja. Günstiges Korn, dafür geben wir ein paar Mützen weg, bis das hier ausgeglichen ist. So. Schön. So, und dann können wir wieder zum nächsten Dorf ein bisschen Material suchen gehen.
Es gibt da so ein paar schöne Dörfer. Ich glaube, hier, eins von den beiden, die versorgen uns mit sehr günstiger Rohseide, soweit ich weiß. Und das ist dann immer eine sehr angenehme Geschichte, mit der kann man nämlich ordentlich Geld machen. Geht so. Na gut, nehmen wir das geht so. Hier hätten wir jetzt schon direkt Gewinn machen können, weil wir das Korn für, glaube ich, 9 oder 11 oder so eingekauft haben. Aber das sind uns noch zu kleine Beträge. Wir wollen richtige Reichtümer anhäufen und dann muss die Differenz eindeutig viel höher sein. So wie zu dem Fisch, den haben wir, glaube ich, sehr viel teurer eingekauft. Billiger eingekauft. Egal, weg. Das ist dann unsere Handelsware. Die vier Dinger. Ah, wir können noch ein bisschen was zurücknehmen. Ja, das Schwert war so teuer. Hab mich schon gewundert. So. So lassen wir das. Und die Reise geht weiter. Erstmal dahin und dann versuchen wir uns hier oben in diese Dorfgegend hier zu begeben, um da die beiden Dörfer abzugrasen und mit etwas Glück ordentlich Profite zu machen. So, da sind wir im nächsten Dorf. Schnell mal handeln. 12 ist eigentlich günstig. 13, 13 geht immer noch. So, das Ganze kostet uns eigentlich jetzt 4 Dinar, wenn wir den Tausch so machen. Damit kann ich leben. Und jetzt die lange Reise zum nächsten Dorf. Das wird alles noch richtig interessant, wenn wir da erstmal die ersten großen Geldmengen angehäuft haben, können wir uns dann auch mal bei den Städten etwas beliebter machen. Weil wenn wir die Aufträge machen, kriegen wir zwar Erfahrungspunkte und ein bisschen Dinares, also ein bisschen Bargeld, aber das bisschen Bargeld, das hält meistens nicht die Kosten der Truppen, weil man dann 5 Tage in eine Richtung unterwegs ist, dann nochmal 3 Tage zurück. Das ist so eine Woche rum und dann kriegt man bei dem Ganzen vielleicht 300 Dinar und die Kosten, die man zu decken hat bei einem größeren Trupp, sind dann 500 Dinar, also lohnt sich überhaupt nicht. Und mit zu kleinen, zu schwachen Truppen sollte man später auch nicht unterwegs sein, weil wenn die Räubertruppen tatsächlich kommen und dann auch größere Zahlen haben, dann steht man ganz schnell dumm da. Ah, ist das ein Kram. Gut, wenn das diese Stadt war, oder dieses Dorf war, das die billige Rohseide hatte, dann hat sie momentan nichts vorrätig. Jetzt hoffe ich noch auf Vesin. So, und wenn wir dann erst das erste größere Vermögen zusammen haben, dann werde ich auf eine Dauerzufuhr von Geld setzen. Oh. Tundra, die mag ich nicht. Das sind Bogenschützen. Die machen immer viel Aua. Also, wenn möglich, will ich sie jetzt vermeiden. Und vor allem nicht schon wieder in Kampf. Oh, Seite 366, das ist günstig. Und Felle unter 300 ist auch günstig. Das ist ein großer Felle-Block und das sind nur kleine Einzelfelle. Kann man leider nicht zu denen hocharbeiten. Wäre witzig, aber geht leider nicht. So, und der Rest ist ziemlich uninteressant. Gut. Auf zur nächsten Stadt. Mit etwas Glück kriegen die uns nicht. Ja, gleich schnell, das ist schon mal gut. Ach, du Scheiße. Ja, das war klar.
Irgendwann werden wir eingefangen. Waren sie doch einen Tick schneller. Tja, den Kampf sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.